Die Automobilindustrie und die Antriebstechnik der Zukunft. Wie sehen sie in 20 bis 30 Jahren aus? Fahren wir alle elektrisch? Gibt es überhaupt noch Verbrennungsmotoren? Oder wird der Brennstoffzellenantrieb die Führung übernommen haben? Tauchen Sie ein in die Szenarien der Zukunft. Heute dominiert der traditionelle Verbrennungsmotor als Diesel oder Benziner das Straßenbild. Durch Downsizing werden die Motoren immer verbrauchsärmer. Um die Umwelt zu schützen, sind Automobile mit leistungsfähigen Abgasreinigungsanlagen ausgestattet. Mit Hochdruck arbeitet die Automobilbranche an alternativen Antriebskonzepten. So auch Elring Klinger. Kleine, turboaufgeladene Motoren verlangen anspruchsvolle Dichtungslösungen im Motor und im Turbolader. Hitzeempfindliche Komponenten in Motor, Getriebe und Abgasstrang brauchen mehr Abschirmteile. Kunststoff-Leichtbauteile verringern das Fahrzeuggewicht. Abgasreinigungssysteme von Hug reduzieren die Feinstaub- und Abgasemissionen. Die Kombination von Verbrennungsmotor und Elektroantrieb hat sich in der Praxis großflächig durchgesetzt. Der Elektromotor bietet emissionsfreies Fahren, der Verbrennungsmotor ist durch Downsizing deutlich verbrauchsreduziert und sorgt für Reichweite. Leichtbau kompensiert das höhere Fahrzeuggewicht. Elring Klinger erweiterte frühzeitig das klassische Portfolio und entwickelte Produkte rund um den Elektromotor. Zellkontaktiersysteme für Lithium-Ionen-Batterien, Druckausgleichsmodule, Zellgehäuse und Batteriegehäusedichtungen. Batteriebetriebene Elektromobile dominieren die Straßen der Zukunft. Sie sind extrem leicht und aerodynamisch, deutlich kleiner und haben kaum noch Metallteile. Die Infrastruktur steht. Erneuerbare Energien speisen das Stromnetz. In Großstädten werden die E-Mobile während der Fahrt über Induktionsfahrbahnen aufgeladen. Elring Klinger profitiert von seinen Vorleistungen im Geschäftsbereich E-Mobility. Das Unternehmen liefert intelligente Zellkontaktiersysteme für große Batteriestacks in zylindrischen und prismatischen Designs. Sie bestehen aus Zellverbinder, Control Interface und Zellhalterungen. Dazu kommen Druckausgleichs- und Dichtungssysteme für die Batterien der Stromer. Die Brennstoffzelle hat sich als Energielieferant für den Antriebsstrang etabliert und bietet genug Reichweite. Synthetisch hergestellter Wasserstoff wird ohne Sicherheitsrisiko an den neuen Zapfsystemen getankt und im Fahrzeug gespeichert. Die Infrastruktur? Solartürme, Windturbinen, Elektrolyseanlagen und Wasserstoffspeicher. In der Brennstoffzellentechnologie verfügt Elring Klinger über eine Vielzahl wichtiger Patente. Bipolarplatten, Trennrahmen und vollständige Brennstoffzelleneinheiten werden für mobilen und stationären Einsatz entwickelt und hergestellt. Leichtbaustacks übernehmen Bordstromversorgung und Standklimatisierung bei Nutzfahrzeugen sowie die dezentrale Strom- und Wärmeversorgung in Wohnhäusern. Ob Hybridtechnologie mit optimiertem Verbrennungsmotor, Batterietechnologie oder Brennstoffzellenantrieb, Elring Klinger ist für die Zukunft bestens gerüstet. Elring Klinger. Future Inside.